Die Stadtwerke Karlsruhe sind auf Wachstumskurs. Um fast 20% hat die städtische Gesellschaft ihren Umsatz 2018 erhöht auf 698 Millionen Euro. Ein Plus von über 100 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr, so Geschäftsführer Michael Hohmann. Grund dafür seien vor allem die gestiegenen Einnahmen im Strombereich. Wir haben neue Kunden gewonnen und neue Kunden brauchen den Strom und darüber freuen wir uns. Das heißt, unsere bestehenden Kunden haben ungefähr das verbraucht, was sie immer verbraucht haben, aber neue Kunden sind dazugekommen. Das heißt, wir sind gewachsen und das ist sehr erfreulich. Weniger erfreulich waren für die Stadtwerke die hohen Temperaturen im vergangenen Jahr. Die sorgten nämlich bei der Fernwärme für einen Absatzverlust von etwa 5%, beim Erdgas rund 7%. Nebeneffekt des Wetters, der Wasserverbrauch ist gestiegen und hat so zum positiven Ergebnis beigetragen. Die Einnahmen legen die Stadtwerke nicht zur Seite, sondern sie investieren. Zum Beispiel in den Ausbau erneuerbarer Energien. Wir wollen weitere Windparks hinzugewinnen. Wir wollen also unsere Beteiligung, die wir zurzeit haben, an Windparks entsprechend erweitern. Wir wollen das Thema Photovoltaik in Karlsruhe erweitern und wollen also da auch entsprechende Investitionen machen in den nächsten Jahren. Kontinuierliche Weiterentwicklung, das ist das Stichwort der Stadtwerke. Der stark unter Druck stehende Strom- und Gasmarkt ist für die Gesellschaft eine große Herausforderung. Daher kann sich Geschäftsführer Michael Hohmann vorstellen, auch neue Geschäftsfelder aufzubauen. Großkundengeschäft verdienen sie fast kein Geld mehr. Das muss man sich überlegen, wie lange kann man das betreiben, macht man das dauerhaft oder muss man einfach dann auch mal loslassen und andere Dinge angehen. Und das tun wir, das ist die Absicht, die wir haben, also neue Geschäftsfelder aufzubauen, natürlich mit der Absicht, dort auch Ergebnisbeiträge zu realisieren. Ob wir perspektivisch dann vielleicht noch uns auch von bestimmten Kunden trennen, weil wir sagen, es macht uns einfach keine Freude mehr, das kann durchaus passieren. Mit einem Gewinn von rund 21 Millionen Euro haben die Stadtwerke ihr Vorjahresergebnis nahezu erreicht. Für 2019 erwartet Hohmann ein ähnliches Ergebnis. Mit neuen Kooperationspartnern, Investitionen in eine leistungsfähige Infrastruktur und neuen Produkten soll das gelingen. Inhaltlich ist es mir persönlich sehr wichtig, dass wir beim Thema Prozessverbesserung weiterkommen, dass wir beim Thema Mitarbeiterqualifizierung weiterkommen, dass wir beim Thema Digitalisierung weiterkommen und dass wir das neue Feld Smart City Anwendung, also das LoRaWAN-Netz, was wir aufgebaut haben, die Sensorik, dass wir dort in diesem Jahr den notwendigen nächsten großen Schritt machen, das wünsche ich mir. Eine Umsatzsteigerung von fast 20% und ein Gewinn von über 20 Millionen Euro. Geht es nach den Stadtwerken, kann das bis mindestens 2020 sicher so weitergehen.